So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich hoffe, der Kameramodus ist auch richtig. Das flackert irgendwie die ganze Zeit so komisch. Denn die Mama war letztens da. Ich habe letztens Popcorn getestet von Karls. Das gute, alte Glas-Popcorn von Karls gab es in 1000 verschiedenen Sorten und Varianten. Und das hat der Mama so gut geschmeckt. Ich wollte es eigentlich mitgeben, dass sie das da mit ihren Geschwistern essen kann, wenn die abends immer Wrestling gucken. Dann kam ich hin, da waren die zwei Gläser, die ich ihr mitgegeben habe, schon leer. Wie ich rausgestellt habe, hat sie das alles alleine gegessen. Mittlerweile, ich kann das mal zeigen, sind alle Gläschen eigentlich leer. Sie hat alles gegessen. Das gute Erdbeer, das Butterkaramell, das Osterpopcorn, sogar das Monsterpopcorn, wo sie dann ganz blaue Lippen und ganz blaue Zähne bekommen hat. Habe ich mir gedacht, okay, ist Muttertag, ne? Also das ist gerade jetzt ja Muttertag aufgenommen. Und was kann man der Mutter schenken, die dieses ganze Popcorn gegessen hat? Natürlich neues Popcorn. Jetzt war ich mit Pupsi im Kaufland unterwegs. Da haben wir erstmal in diesem alten, gammeligen Hartz-IV-Beutel, den hat der Hannes mitgebracht, da war letztens noch Tortilla-Chips drin, haben wir gesehen, da waren lauter Milka-Produkte im Angebot. 1 Euro Milka, haben wir zugeschlagen, ne? Für die Mama nur das Beste. Gab's mit Erdbeercreme. Und das ist mit Milchcreme zum Muttertag. Hier erstmal Milka. Dann zusätzlich nochmal Milka. Ne? Das hat immer noch nichts mit dem Popcorn zu tun. Diese Herzen, wenn ihr die kennt, richtig genial. Die zergehen auf der Zunge. Ich sag's euch. Pack mal weg. Und dann haben wir gesehen, es gibt Popcorn. Und zwar von Chio. Chio Popcorn, wie im Kino. Einmal Sweet and Salty, also salziges. Dann ganz normal Chio Popcorn wie im Kino, süß, ne? Nicht zu süß. Wer kennt das von Capital Bra? Und dann haben wir noch einmal das gute hier Chio Popcorn wie im Kino, nämlich Toffee Karamell. Weil sie so gerne Popcorn gegessen hat, habe ich mir gedacht, wir probieren jetzt auch mal Popcorn. Wir müssen das wieder ein bisschen so halten. Ja, die macht alles kaputt. Ja, die macht alles doppelt kaputt. Und dann war es wieder nicht. Ja, Sitz! So, guck mal, wie der hört. Der hat schon vorher gesessen. Das wollen wir jetzt also mal testen. Das gute Chio Popcorn. Wir gucken auch hier hinten raus, wie so ein Vogel. Ich würde sagen, zuerst mal das Süße, ja. Echt Chio, echter Geschmack. Erlebe das einzigartig knusprig leckere Popcorn für den maximalen Chio-Genuss. Probier auch die anderen Chio-Sorten. Und wenn das schmeckt, kann man das ja sogar in so ein Glas reinfüllen. Da bleibt das schön frisch und kann das dann weiter snacken. Das ist nämlich gerade, sie ist im Nebenzimmer, ne? Die macht gerade die Hausarbeit. Die muss den Keller schrubbeln. Und deswegen, weil Muttertag ist, habe ich gedacht, kann sie jetzt nicht mal so ein Popcorn gönnen. Adi, willst du auch was? Willst du wieder mal reingreifen? Willst du mal reinschauen? Also schauen tust du schon, ja. Nimm dir mal eins raus. Probier das mal. Ja, du musst auch festhalten, ja. Jetzt nimm doch. Adi, eins. So, jetzt. Ich sehe, er wirft es gleich wieder um. Adi hat sich eins genommen, ein süßes. Wir probieren das jetzt mal ganz kurz, wie das schmeckt. Und dann können wir uns ein Glas aussuchen, wo wir das vielleicht am Ende reinpacken. Ein süßes Popcorn wie im Kino. Und ich muss sagen, 1A. Ich habe noch nie so gutes Popcorn aus einer Tüte gegessen. Weil die waren ja aus dem Glas, das ist ja das Gute. Aber aus einer Tüte, es gibt ja oft dieses Hot Tabasco Popcorn. Haben wir ja auch, das sind so spezielle Sorten. Aber das wirklich original, wie im Kino. Muss man zustimmen, passt auf jeden Fall. Schön ein bisschen gezuckert, also was will man mehr? Kino für zu Hause, gönnt euch Chio Popcorn. Wundert mich wirklich, wie gut die das hingekriegt haben, dass das wirklich genau so schmeckt. Wunderbar. Euer Beste. Ich habe jetzt hier noch dieses Sweet and Salty. Ich bin nicht so der salzige Dude. Also bei Popcorn
lieber gezuckert als gesalzen. An sich bin ich ja eigentlich nicht der süße, sondern der herzhafte Dude. Aber heute bin ich der süße Dude statt der salzige. Aber ansonsten der herzhafte statt der süße. Das muss man nicht verstehen. Adi, willst du dir wieder eins rausnehmen? Er kriegt das immer so schlecht. Jetzt hat er eins runtergeworfen. Das kann er sich jetzt suchen. Salzig. Okay, von den Karls Popcorn war nämlich eine Sorte, die am längsten mit da war, bevor die endlich leer gemacht wurde, das Salzige. Und ich muss sagen, auch hier das Salzige, weil das süß und salzig gleichzeitig ist, kommt an das Süße ran. Das ist, das Karls, das war richtig salzig einfach. Das war so richtig die Ostseebrise hinterhergezimmert. Hier hast du süß und salzig. Schöne Kombination. Schmeckt sehr interessant, muss ich dazu sagen. Und das Popcorn an sich ist so knusprig und so genial. Also selbst hier würde ich die salzige Variante essen, snacken, nochmal kaufen. Selbst das überzeugt mich. Oh mein Gott. Chio, ihr seid die Besten einfach. Nein, aber jetzt kommt natürlich noch Toffee-Karamell. Toffee-Karamell, das ist bestimmt einfach nur brechsüß. Und hat nichts mit dem eigentlichen Popcorn zu tun in dem Sinne. Grüße an den Big Mac Jungen. Und Nummer 3. Grüße an den Big Mac Jungen, aber der lebt leider nicht mehr. Deswegen, wer den kennt. Adi, guck jetzt hier mal rein. Nimm dir da mal eins raus. Nicht? Gut. Adi ist weggerutscht. Der fliegt hier mit dem ganzen Tisch durch die Gegend. Also das, Toffee, nee, das immer wieder beim Punkt, ich bin nicht der süße Typ, eher der herzhafte. Deswegen Toffee-Karamell ist mir ein bisschen zu viel. Aber Popcorn, gezuckert, ist schon normal, also. Ich muss sagen, ganz ehrlich, schmeckt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Toffee-Karamell und süß, weil beides einfach süß schmeckt, zu süß und salzig, weil die Salznote nicht so aufdringlich ist, sehr dezent. Also irgendwie alle drei Sorten sind übelst knusprig, übelst lecker, schmecken richtig genial. Selbst Toffee-Karamell könnt ihr euch geben bis zum Umfallen. Macht das mal, beziehungsweise wollte ich ja mal gucken, wir testen das mal. Das hier war nämlich Schoko-Bub, ein Glas mit Schoko-Popcorn drin. Wenn wir das Toffee-Karamell hier reinfüllen, das sieht ja dann fast so ähnlich aus, sodass man denkt, dass das eigentlich da drin war. Ja? Ja, in so einer Tüte ist leider mehr drin, als wie ins Glas reinpasst. Aber guckt euch das an, das sieht original aus, als hätte man das gerade von Karl frisch bestellt. Das heißt, wir können den Deckel hier wieder drauf tun. Adi, warte. Jetzt haben wir wieder ein Glas Schoko-Bub, ne, von Karls. Das verkaufen wir jetzt als original Karls Popcorn. Das ist die Marktlücke. Ihr kauft euch eine Tüte Chio für 1 Euro und verkauft dann so ein leeres Glas mit Chio 1 Euro Popcorn einfach wieder für 3 Euro. Ja gut, dann habt ihr den Einkaufspreis drin und ihr habt alles bezahlt und irgendwie habt ihr keinen Gewinn gemacht. Also komplett sinnlos. Sieht aber auf jeden Fall genial aus. Die anderen kann man auch noch umfüllen. Zwei Tüten sind ja noch da. Hier habt ihr noch Gläser übrig. Das Einzige, was bei mir übrig geblieben ist, bis jetzt das Apfelpopcorn von Karls. Das wird auch noch irgendwann verbraucht. Aber das kann man so überreichen. Sieht gut aus. Wieder verschließbar. Warum nicht? Deswegen kann man die Gläser ruhig aufheben. Ist doch eine gute Sache, wenn sich das da drin auch so hält. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.